Ja, servus und herzlich willkommen. Ja, ich melde mich auch mal wieder, ist schon wieder länger her. Ihr seht, ich habe keine Jacken mehr, sondern bloß den Pullover. Oder, naja, es ist auch Jacken, aber keine Winterjacken mehr. Draußen ist es angenehm warm. Scheint im Moment auch wegen der Sonne, wenn man das so sieht. Ja, ich stehe unten in der Halle. Wir haben aktuell Donnerstag. Und ja, es ist gerade 11:30 und ich stehe daheim. Tja, Corona ist auch bei uns auch gekommen. Nein, ich bin nicht krank, ich bin auch nicht in Quarantäne oder was. Bei uns auf der Arbeit ist die Arbeit ausgegangen, durch das ganze Corona-Scheißzeug da. War ein Haufen Dinge abgesagt, ein Haufen Leute, die wollen nicht und wollen nicht mehr, dass Leute dann kommen und die Firmen brauchen dann nicht mehr das Arbeiten anfangen und. Panik, 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 naja. Endergebnis, wir können auch nichts mehr erben. Die Baustelle, die wir gehabt haben, die haben jetzt dicht gemacht, aus wichtigen Gründen. Jetzt zuletzt gearbeitet in der Kläranlage. Und da darf das Personal nicht ausfallen, das ist klar, weil sonst der Stieg mit unserer eigenen Scheiße. Das ist ja wohl irgendwie logisch. Deswegen mussten wir da noch raus und jetzt ist halt die Auftragslage allgemein eher schlecht, deswegen stehe ich jetzt daheim. Mist. Tja, ist jetzt quasi Urlaub, den ich nehmen muss. Alternativ hätte ich natürlich Minusstunden machen können, aber ja, Minusstunden, das ist ja, denke ich, auch mal so ziemlich jeden klar. Wenn ich Minusstunden mache, dann am Ende vom Monat kommt weniger Geld dabei rum, weil wenn ich mein Pensum nicht erfüllt habe, habe ich weniger Stunden gemacht, habe ich weniger Geld verdient und ich mache umsonst renne ich ja auf keine Arbeit. So viel sei ja mal an der Stelle gesagt, also muss ich jetzt zwangsläufig Urlaub machen, ist richtig scheiße. Da muss ich echt sagen, ohne Politik hat richtig verkackt, das sind richtig auch Vollidioten, die bringen echt nichts auf die Reihe. Wie hat der Blöde schon genug gesagt, wegen Corona war da keiner die Arbeit verlieren. Haha, dass ich nicht lache. Na, schauen wir mal. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber was rege ich mich da auf? Ist egal. Haben wir zu was an. Ohne IHC wird langsam wieder. Es entsteht so langsam, aber sicher wieder ein Bulldog. Ich weiß nicht, gestern hat er noch, glaube ich, auch mal Probe laufen lassen. Zumindest ist der Auspuff drauf, es kennt zumindest das auch. Wir haben wieder Kotflügel, die Vorderachse ist wieder drin, die Kabine ist wieder voll drauf, die anderen Trittstufen, der Hümische wieder drauf. Verkleidungen sind schon wieder an dem Motorhaum drauf, das war ja alles unten. Ja, der Bulldog, der war ja komplett zerlegt. Das eigentliche ist jetzt drauf gemacht worden. Wir haben den Massenausgleich unten mitgemacht. Der hat ja von 1984 an geklappert gehabt. Die Hydraulikkupplung hinten ist gemacht. Da ist ein neuer reingekommen. Die alte, die steht da. Oder? Die war verzogen, welche Rempelschungsmulcher, weil mit dem gerne mal gearbeitet worden ist zum Hecken ausmulchen. Und dann hast du so weit wie möglich raus, damit du dein Bulldog nicht zusammenhaust. Ja, das Ding hat halt unheimlich Gewicht, das hat die Wellen verzogen. Die war quasi auf der Seite drüben. Tiefer unten wie da, ineinander verdreht. Jetzt seht ihr schon, steht wieder alles schön nebeneinander, passt wieder. Schön so. So gehört's, so muss es auch. Ja, das Heck ist wieder dran. Wir haben jetzt hinten Schnellkuppler dran. Die kannst du da, ja, mit einer Hand geht's jetzt scheiße, reindrücken, dann kannst du den Pfröpfel rausziehen und kannst deine Kupplung reinschieben. Die gehen jetzt ein wenig leichter. Vorher haben wir uns Abreißkupplungen. Mit zwei Händen ist es einfacher. Mit einer Hand ist das ein wenig scheiße. Aber mit der anderen Hand halte ich jetzt gerade die Kamera. Die alten waren Abreißkupplungen. Die haben einfach hier alte gehabt. Die haben funktioniert. Die sind gegangen. Aber die waren halt vor allem schmutzempfindlich. Und da, wenn ein wenig Dreck drin war, dann war es da teilweise schon ganz schön trocken hängt. Dann hast du dich abgezerrt wie ein Blöder, dass das Ding rausgegangen ist. Und mit den Neuer, da versprechen wir uns jetzt, dass dann ein wenig, ja, angenehmer zum Rausziehen ist vor die Hydraulik und Schluss. Schauen wir einfach einmal. Ja, die Kabine ist wie gesagt wieder drauf. Da ist innerhalb das Armaturenbrett schon wieder, Lenkrad ist wieder drin. War alles demontiert. Das ist auch wieder soweit vorhanden. Die Lenkung funktioniert wieder. Da fehlt jetzt noch der Sitz. Das ist momentan ein richtiger schöner Großraumkabine. Hinten fällt noch die Verkleidung, es sind noch Kabel zum Anstecken. Das sind Kabel, die halt getrennt worden sind zum Kabinenabnehmer, weil die noch unten runtergehen.
Ja, aber da hinaus auch wieder ziemlich gut. Die Hydraulikpumpen beim Bulldog ist gemacht worden, das war nämlich auch so ein Punkt, der war notwendig. Die alte Hydraulikpumpe war undicht, die hat Luft gezogen gehabt. Mann, die war 36 Jahre alt, das kann schon mal passieren. Und ja, der Fahrer hat die Vermutung. Wir haben vor Jahren einmal einen Kipper von einem Bekannten dran gehabt und der hat Kipper, die sind total, naja, versaut. Da war das Lumberts, da ist da Öl reingeschüttet. Seitdem haben wir damals auch massiv Probleme mit der Sensordraulik vom Bulldog gehabt. Die Sensordraulik, die hängt da über die Hydraulik mit. Die ist ja eine Zug- und Lageregelung. Und die hat uns auch Probleme gemacht. Hat auch nicht mehr so toll funktioniert. Und da war damals der Filter unheimlich zugesetzt, dann sauber gemacht. Und jetzt beim Saubermachen, da war im Hydrauliköl unheimlich viel Dreck. Und da teilweise Spee. Und wir gehen eben davon aus, wahrscheinlich durch den Kipper damals, der wo da dran war, der hat die Pumpen kaputt gemacht. Naja. Wie gesagt, 36 Jahre alt, da kann schon mal was kaputt gehen. Jetzt ist er neu. Die neue, die funktioniert. Die neue hebt wieder aus. Und dann sollte auch die Sensordraulik jetzt wieder sauber funktionieren. Ist alles mit frischem Öl gefüllt. So wie das muss. Ja. Schaut auf alle Fälle schon mal wieder deutlich besser aus. Schaut schon mal wieder wesentlich besser aus wie ein Bulldog. Das war schon vorher, ja, ich sag einmal, ein komischer Anblick. Der war ja total zerlegt. Ich habe leider keine Bilder gemacht von dem, ja, keine Momentaufnahmen gemacht, muss man sagen. Habe ich verpasst. Aber ich kann so viel sagen, es hat richtig scheiße ausgeschaut. Ja. Ich weiß gar nicht, irgendwie schaut das da hüben komisch aus. War das vorher auch schon so? Naja, der Vorher war schon wissen, was er zusammengebaut hat. Ja, am Motor ist auch ein wenig was geändert. Wir haben größere Kolben drinnen und haben ein wenig mehr Hubraum, theoretisch. Und ja, ansonsten halt da alles einmal gründlich sauber gemacht, was möglich war. Gleich die Dichtungen vom Motor mitgemacht, Kurbelwellen kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Da war überhaupt nichts drauf, ich war tipptopp in Ordnung. Der Massenausgleich hat auch keinen Schaden genommen, der war auch noch gut. Aber wie gesagt, das war halt alles noch zu machen, alles einmal zu prüfen. Ja, es mag Leute geben, die sagen, ja, blöd, und im Bulldog 36 Jahre, alles kaputt, oder du hast 2000 oder 2050 Stunden Runde. Ja, es mag Leute geben, die das sagen, aber wie gesagt, der hat das alte gehabt und es kann immer mal was kaputt gehen und mir macht auch keiner weiß, dass jemand am Bulldog hat, wo nie was kaputt war. Das kaufe ich niemanden ab, niemanden. Und nicht einmal die neue Bulldog, die Heizer durchgebaut werden, sind davor gefeit, dass ihnen nichts passiert und dass sie ganz bleiben, weil das ist die allergrößte Lüge, wer das behauptet. Weil mein Vater ist Kfzler, der kommt öfter genug rum und der kommt bei die bei was und sonst wo noch. Und wenn er dann auf den Betriebshof kommt und da heißt, die Fahrt von den Bulldogs sind verkauft, die haben wir den Hof noch gar nicht verlassen, weil sie alle kaputt sind, beziehungsweise Fehler haben. Na, muss ich ja nicht mehr ausführen, oder? Naja. Ja. So viel auf alle Fälle der aktuelle Stand dahü. Der da, der muss dann auch noch rein. Ein neuer Sitz. Der alte war ja, wie gesagt, kaputt. Da habe ich gesagt, der war der Kompressor kaputt, undicht. Gibt es keine Teile dafür. Jetzt kommt der neue Sitz drauf. Schönes Ding. Fragt mich nicht, was das für ein Hersteller ist. Es hat sogar Luft drauf. Da steht was. Also ist jetzt kein Grammesitz. Wer? Uns ehrlich gesagt ein wenig zu teuer gewesen, kostet einen Haufen Geld und muss du erst einmal leisten können. Das sitzt da, der war jetzt auch nicht ganz billig und auch irgendwo so an die 500, 600 Euro. Aber auf alle Fälle kein schlechter Sitz. Der war wieder sein Dienst da und den anderen, den, ja, mal schauen, was man damit macht. Der war halt bloß immer blöd, weil du da auf dem Bulldog rauf bist, da musst du erst einmal Sitz aufblasen. Du hast den Bulldog eine Stunde abgestellt und dann bist du wieder aufgestiegen, musst du wieder aufblasen, weil er eben wieder Luft verloren hat. Hat keinen Spaß mehr gemacht. Naja, was soll's. Neuer Sitz, neues Glück. Ja, wenn wir gerade in der Halle sind und ein neues Spielzeug. Schöner Bohrmaschine. Die hat mein Vater mitgebracht.
eine neue große Ständerbohrmaschine. Die hat einen Variator drin, wie der Mähdrescher quasi. Drehzahl nur im Laufregelbohr. Seitlich der Hebel, da spannst du dann quasi an. Verschiebst dir nachher die Riemer, beziehungsweise machst die Riemerscheiben größer und kleiner und dann kannst du die Geschwindigkeit regeln. Der Alter musste mir die Riemer noch händisch umlegen, musste mir den Deckel um aufmachen und bei der funktioniert es jetzt alles über den Hebel. Ja, ist natürlich ein Monstrum. Die ganze Bohrmaschine da, die hat ihre 600 Kilo. Das ist kein Leichtgewicht. Aber für uns tut es. Wir können auch die noch weiter nutzen. Die hat mein Vater mitgebracht. Ja, die haben sie ein wenig übrig gehabt, da war kein Notaus dran. Den haben wir jetzt noch nachgerüstet, Notaus. Habe ich euch den jetzt gezeigt? Ne, ich glaube nicht. Schauen wir halt mal schnell rüber. Dann habt ihr den nachgesehen, bevor es heißt, wenn du sagst, die hat kein Notaus, dann hat die bestimmt keinen. Nö, also die durften sie nicht mehr verwenden, weil kein Notaus mehr drin war. Jetzt hat sie an. Zack. Ja. Da nehme ich diese Vorschrift konform. Und dann kannst du ja die BG da nicht aufregen. Dann passt das. Ist gut. Kann man damit arbeiten. Hervorragend. Ja, schöner neuer Bohrmaschine. Wie gesagt, der Bulldog ist auch fast fertig. Sind noch ein paar Sachen zu machen. Wie gesagt, Kabine innerher. Hüben die Anna Leiterfeld noch, die Trittstufen raufwärts. Und ja, ein paar Kleinigkeiten. Und dann sollte das Ding wieder laufen. Ja, zeitwärts, das Wetter passt. Die Böden drucken noch langsam ab. Was jetzt dann die Dochhammer anstehen wird, ist auf jeden Fall Miststreuer auf das Feld unten. Da muss Mist drauf. Dann muss das Ganze geärgert werden. Draußen im Betzberg und im Feld, das müssen wir auch mulchen. Und dann wird auch da draußen geärgert. Ja, und dann natürlich mit dem Kultivator haben wir drüber fahren. Da haben wir jetzt auch noch einen Schäler für das Ding. Die liegen schon da. Dann müssen wir die einmal noch austauschen bei Gelegenheit. Oder dazu muss aber für eine Wendrunde, weil sonst ist nämlich scheiße. Ja, und dann neuer Schäler da drauf. Dann wird das Ganze mit Kultivator bearbeitet. Dann wird gesät, dann wird gewalzt. Und dann schauen wir mal. Ja, zeitwärts. Es geht jetzt schwer auf April zu. War aber, wie gesagt, vorher alles nicht möglich. Was willst du machen? Andere, die haben im Januar normalerweise das auch schon angefangen. Ja, wir haben jetzt mittlerweile Mitte März. Ist noch nichts passiert. Die Böden, wie gesagt, waren platschend nass. Wir haben bis letzter Woche noch Regen gehabt. Jetzt hat es endlich einmal das Trocknen angefangen. Und jetzt war es endlich einmal so, dass die Wiesen befahrbar sind. Aus dem Grund werde ich heute einmal da hinten anfangen, das Laub oben noch ein wenig zusammenzukratzen. Das, was jetzt noch da liegt. Durch den Sturm hat es alles verweht, war alles von beim Haus. Zwei Kilometer haben wir schon weggefahren. Jetzt muss das da oben noch weg. Dann streue ich mein Saatgut, was ich da habe, händisch auf und dann wird mit der Adenauer drüber gefahren. Das Ganze ein wenig bratgezogen, abgeschleppt. Die ganzen Misthäufler, die jetzt noch drauf liegen und die Scheiße für die Viecher ein wenig verteilt. Und dann kann da das Gras wieder wachsen. Ja, das Ganze, das will ich auf die zwei Flächen, muss er jetzt gerade nicht Sinn machen und die anderen Flächen, ja, muss ich mal gucken. Ja, aber das allererste, was wir jetzt heute mal machen, ich habe vorhin das Futter sortiert. Und da ist so eine Saatgetra fürs Feld unten. Gerschen. Wen es interessiert. Ja, es ist gebeizt. Die haben wir als gebeizter Gerschen gekauft. Wir sind, wie gesagt, ein konventioneller Betrieb. Wir können auch das machen. Wir sind kein Biobetrieb. Wir haben die da gekriegt. Und ja, spritzenbreit ist welche trotzdem nicht. Wenn es getragen beizt, ist es recht. Wenn es gespritzt wird, das ist wieder ein anderer voll. Mache ich nicht, brauche ich nicht. Wie gesagt, das darf ja jeder selber machen, wie er will. Ich könnte, aber ich mache nicht. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich drehe euch mal, ich hoffe, ihr könnt da was lesen. Sade Leandra. Ja. Das ist auf alle Fälle ohne Getrag. Dann habt ihr das jetzt auch gesehen. Das soll unten auf das Feld und mein Horben, den habe ich ja hinten eingelagert, der kommt dann auf das Feld im Betzbeich raus. Von der Gaschen und vom Horben war ich dann jeweils was einlagern für mich selber, oben auf in meinen Getrabuden. Ich habe da im Discord, habe ich glaube ich auch. Discord und in WhatsApp habe ich auch ein paar Bilder gepostet.
Da habe ich jetzt richtig alles sauber und ich habe die ersten Fässer aufgetan und die können auch jetzt gefüllt werden. Ich habe jetzt auch den Tipp gekriegt, ich soll halt ja Metallgetreidesilos aufstellen, aber wie gesagt, das ist halt alles. Es muss irgendwie handelbar sein und die Ringdonner, ich habe sie ja sowieso, weil da steht zum Beispiel noch einer, die leer ist. Ich habe die sowieso rumstehen, ich muss die nicht extra kaufen. Und dann tue ich die zuerst auf und wenn ich mehr Getreide brauche, ja dann zur Not muss ich mir halt nochmal welche organisieren. So ein Ringdonner kostet nicht die Welt, manchmal stehen sie auf dem Sperrmüll, weil sie irgendwo eingebrochen sind. Das ist ja wurscht, wenn die eingeknickt ist. Oben her, da war eine Menge Panzertape rumgemacht. Und dann kannst du Getreide genauso neu füllen. Für Wasser hält es auch nicht mehr dicht, aber fürs Getreide langt es auch doch. Und als Deckel, ich habe jetzt bei mir ein paar alte so Zinkwanner draufgelegt, wo ich keinen Deckel mehr gehabt habe. Das geht. Wie gesagt, warum soll ich jetzt dann Metallgetreide-Silos organisieren? Und mit Holzkisten ist wie gesagt da. Ich traue halt nicht. Ich muss euch einmal oben die ganzen Ratzenlöcher zeigen, die wir da reingefressen haben. Da hat der Großvater früher schon Bretter drauf genagelt und ja, die gehen da stücklesweise rein und die fressen sich da auch durch. Und ich habe da oben einen Haufen Getreide gehabt und das war am Schluss jetzt dann alles nur noch träg. Das war das, was ich jetzt rausgerammt habe. Das war alles für die Katz. Und da drum ist mir schon, das sehe ich da nicht ein. Dann lieber in die Fässer, da kommen sie auch nicht nach, die fressen sie auch nicht an. Die habe ich unten jetzt jahrelang schon stehen und habe mein Getreide drunter gelochert. Das ist ein System, was funktioniert und dann behalte ich das so bei. Noch was, wenn wir jetzt gerade da stehen. Ja, Pfosten da, ja, Pfähl, sind für Betzberg draußen gedacht. Das Feld, das muss ja quasi neu vermessen werden. Die Markstar war der Feldgeschwone rausmessen, ein Bekannter von uns, der ist Feldgeschwone, der macht das mit. Also Feldgeschwone, wer das nicht kennt, das sind Vermessungsbeamter. Der war das mit raus, zoom und ja, dann haben wir Pfähl rein, dann war das Ganze einmal gemulcht, sauber gemulcht. Dann wird geackert, genau, in die Pfähle entlang und dann haben wir mal wieder ohne Grenze, dann haben wir ohne Feld wieder. Da haben wir, wie gesagt, momentan ein wenig ein Problem, da hat sich ja quasi der Feldnachbar einfach einmal an Zipfel von unten Feld mit auserkoren. Wir haben eine Dreiecksspitzen oben und er hat auch Dreiecksspitzen. Und für sein Blumenfeld hat er gedacht, ach naja, Dreieckspitzen, das andere ist eh stillgelegt. Nur das ackern wir mit rum, das war irgendwie untervermietet oder was, oder unterverpacht. Und hat halt oder dann aus dem Dreieck quasi ein Viereckstück gemacht in Unterschnei. Jetzt waren wir im Landwirtschaftsamt, beziehungsweise miteinander telefoniert. Ja, da könnte jetzt nicht einfach. Und wenn der das jetzt als Feld hat, dann habe ich gesagt, das ist aber ohne Grund und Boden. Das war nie ausgemacht, dass da irgendeine rein darf. Das ist ohne Flächen und die kehrt nicht hin. Ja, der könnte jetzt rechtliche Schritte dann einleiten, wenn wir da jetzt einfach rumagern. Haben wir gesagt, dann schauen wir mal, ob der rechtliche Schritte einleitet oder wir rechtliche Schritte einleiten. Weil, wie gesagt, das ist ohne Flächen und nicht dem sei Flächen. Und der kann nicht meinen, er baut sich jetzt da ein Feld rein in ohne Flächen. Und dann würde vielleicht noch kommen, der sich aufregen und schauen wir mal, wer dann das Recht kriegt. Also wir sind jetzt nach dem Stand, wir agieren das rum. Und wenn der ein Problem damit hat, soll er mal schauen, ob er rechtlich dagegen vorgehen kann. Wenn es welche, die ja 0,02 Hektar, die Wure da mit rumgebrochen hat, wenn er sich da dann aufregen will, es ist ohne Feld. Das ist einfach so, es ist ohne Eigentum, da hat er nichts drauf verloren. Ich könnte jetzt freilich sagen, welche die 0,02, das ist ja wurscht, aber ohne Eigentum, nicht dem sei Eigentum. Von daher, Arschlecken 3,50. Ne, warte mal, wir haben eine allgemeine Preissteigerung, Arschlecken 4,50. Gut, Saatgetreide wird jetzt einmal in den eingeladen. Kommt auch rein. Da steht es nämlich ungünstig, wenn der IHC fertig ist, dann soll der wieder da rein. Außerdem brauche ich die Mulden welche im Laub. Deswegen kommt das jetzt, der war ein Donai, da kommen auch keine Mäuse noch. Dann kommt der mit dem Kram da hinten wieder rein, dann steht der auch nicht im Weg. Und dann sehen wir weiter und das machen wir jetzt.
Jetzt habe ich mal getroffen Laden und den Radlader gleich die Mulden noch gemacht. Hier steht jetzt drum. Das sind nämlich auch ein paar Laubhäuften. Kommen wir da noch mit drauf. Ja, und dann kann ich jetzt nämlich da die Klappen zumachen. Mach dann die Planer noch runter. Mach den Hänger zu. Dann kann man keine Mäuse, keine Ratzen mal noch. Das zeige ich jetzt bis zum See erst einmal gut gelaufen. Und ich werde es nochmal probieren mit dem Kramer, dass ich ihn dann gleich da hinten hinterbringe. Der Kugelkopf ist auf dem Kramer noch drauf. Der ist jetzt seit ein paar Monaten, das war wie die Oma kriegt. Ja, seit Mitte Februar ist der jetzt auf dem Bulldog verbaut und ich will noch nicht dazu kommen, dann eine Runde machen. Aber dann kann der Hänger gleich wieder da rein, dann ist er aus dem Weg. Da ist wieder Platz. Und dann passt es. Ja, mit dem Zug könnte ich euch das Laub da gleich noch mit rauskratzen, bevor ich ihn reinstelle. Sonst kommt mir nämlich dann wieder nicht nach. Dann wird es wieder gern vergessen. Ist auch scheiße. Also machen wir es gleich mit weg. Jo, das mache ich jetzt nochmal schnell. Und beim iPhone sehen wir uns gleich wieder. Den Kram, wo ich jetzt da stehe, den werden wir jetzt gleich rausfahren. Ich habe auch so, der Kugelkopf ist noch drauf. Passt auf der AG China wunderbar. Ja, und bevor mir da eine kommt, ja, der kann sich doch verdrehen. Der ist bombenfest. Eigentlich optimal, schön starr. Und bevor du jetzt da nicht kommst, naja, aber du hast ja noch oben und unten Spiel. Nö, habe ich nicht. Der Kramer oder doppelwirkender Hydraulik, das heißt, ich kann mit dem Kramer drücken nach unten und ich kann heben nach oben und ich habe eine Schwimmstellung ganz hinten, dann kann er sich frei bewegen. Wenn ich ihn aber nicht in Schwimmstellung tue, dann ist die fest, dann kannst du den Bulldog an der Hydraulik da aufheben, weil der Kolben da innen, der Hubkolben, der da in dem Hydraulikblock drin sitzt, der ist dicht. Der geht nicht rauf und der geht nicht runter. Also theoretisch, müsste ich aber mal einen Tüffler fragen, müsste ich eigentlich die Kugel da eingetragen kriegen. Das müsste sogar machbar sein. Dann könnte ich ohne Hänger einen Autoanhänger ziehen. Ohne Bulldog einen Autoanhänger ziehen und Hänger. Ja, ja. Also normal müsste es machbar sein. Aber ja, schauen wir mal. Ich brauche es ja normal nicht. Zum Rangieren auf dem Hof funktioniert es. Am IHC haben wir ja quasi ein ähnliches System. Das ist ja seitlich in die Unterlenker gespart. Funktioniert im Prinzip dann genauso. Warum soll es auch nicht gehen? Also manche die brauchen da diesen komischen Dreiecksrahmen hinten rein, damit sich's nicht... Gescheite Agerschiener drauf, die sich nicht verdrehen kann. Wo ist das Problem? Gut, beim Allgäuer ging jetzt nicht, weil das ist nur einer, die halt kurz ist. Die geht nur bis daher. Die ist nur zwischen die Unterlenke. Ich habe die Originaler von dem auch, die ist auch nur zwischen die Unterlenke. Aber gerade die lange, wie sie vom KL300 halt stammt. Weil das ist ja auch noch von KL300. Die hat seitlich die ja massiven Eisen da oben drauf. Da verdreht sich gar nichts. Das bisschen Spiel da oder hin, das macht überhaupt nichts. Das ist bombenfest. Also, da habe ich bislang noch keinen Hänger rausgeschmissen damit. Am Kramer gibt es auch noch was. Ich habe ein bisschen was umbauen müssen. Da ist nämlich ein wenig was gepfuscht worden. Ich habe letztens einmal gesagt, weil der Sprit fort günstiger wird. Mensch, ich könnte eigentlich meiner Bulldog bedanken. Ob sie mal was mitbringen? Ja, die haben mir was mitgebracht und die haben mir auch gleich gedankt. Und ich habe ja eigentlich den Warnblinkschalter da oben, wo jetzt die Ladekontrollleuchten ist, sitzen gehabt. Und dann mussten wir immer die Ruderkappen runterschrauben. Ich hab's gewusst, ich hab's immer gemacht, weil ich den Haum aufgemacht habe. Ja, ich weiß, es ist ungünstig, aber ich hab's immer mitgemacht. Ja, bloß beim Tanken haben sie es nicht gemacht, dann wurde der Warnblinkschalter abgebrochen. Blöd. Neuer bestellt. Ja, und die Altersstelle, wenn ich dann wieder setze, der nächste macht wieder die Haume auf, denkt nicht drauf, macht's wieder knack. Wie gesagt, ich weiß, dass ich es nicht mache, dass ich vorher das Ding runterschraube, aber deswegen habe ich jetzt da ein wenig umgebaut, deswegen schaut das Armaturenbrett jetzt ein bisschen anders aus. Der Warnblinkschalter rechts hat jetzt die Position quasi mit der Ladekontrollleuchten getauscht. Die sitzt halt jetzt links oben und der rechts unten. Jetzt kann ich die Haume aufmachen, ohne dass irgendwas weg muss. Ja, dann braucht keiner mehr denken. Dann brauche ich niemanden mehr sagen, denkt frei dran. Und dann passt es. Ja, muss halt erst so weit kommen. Gut, das war halt jetzt dann quasi Lehrgeld. Weil so ein scheiß Warnblinkschalter, der kostet doch seiner 70 Euro. Ja, die hat man ja immer so schnell nebenbei. Aber gut. Aus Fehlern lernt man, ne? Vielleicht. Ja, den brauchen wir jetzt auf alle Fälle. Mit dem war jetzt der Hänger verschoben. Kugel ist wie gesagt drauf. Da geht das Ganze ein wenig komfortabler.
Ich brauche noch bloß wieder von ein paar Mal vorpumpen. Die Nockenwind steht gerade ungünstig. Aber es könnte trotzdem funktioniert haben, vielleicht. Werden wir gleich wissen. Auf den Schlepper auf. Schlüssel. Gang ist draußen, Vorglüher. Gas geben kann ich mit dem Hacken auch. Irgendwie macht er schon wieder ein komisches Geräusch von vorne her. Bin mir nicht sicher, entweder ist die Hydraulikpumpe oder ist es die Lichtmaschine. Wenn da Loch ist. Auch. Naja. Wer weiß. Machen wir uns nicht verrückt. Da stehen wir vor. Thank you.
So, jetzt habe ich den Kram in kleinen Kibbe gehängt und wer sich fragt, warum eigentlich? Naja, wie gesagt, ich will ein wenig Laubzaun machen und das muss ja gleich noch. Das ist welche Kibbe. Da liegt ja schon welches oben. Und den machen wir jetzt gar voll. Dann kann der nämlich, sobald der IHC fertig ist, weggebracht werden. Warum bringe ich das Laub nicht mit einem anderen Bulldog weg? Ja, ich hätte den KL300, jetzt ziehe ich den Hänger auch locker. Ihr seht ja auch, jetzt ziehe ich den Hänger locker. Und Laub ist ja an sich nicht schwer, wenn es nicht nass ist. Aber ja, wir haben da ein kleines Problem. So ein Kibbe ist ja was Schönes. Aber tja, geht nicht. Ist nicht. Fehlt halt was. Hat weder der eine noch der andere. Wir können sowas nachrüsten, das hat ein Bekannter von mir. Aber ja, mit dem Hydrauliköltank, dann schaffe ich genau einen Stempel von dem Kibbe rauszufahren. Und das war's dann. Also bräuchte ich einen Zusatzöltank, den hat mein Bekannter drauf. Der nimmt allerdings unheimlich viel Platz weg, weil du brauchst ca. noch einmal ja, 15 Liter Öl zusätzlich, um den Kibbe da richtig aufzukippen, damit das Ganze auch funktioniert. Ich habe einen 15 Liter Tank drauf. Der sitzt aber dann entweder direkt neben dem Sitz oder da wo der Werkzeugkasten beim KL300 ist, und das ist einfach scheiße. Das ist im Weg. Oder für den Zweck haben wir den IHC. Der hängt vor dem Kibbe da. Manchmal denke ich, so wäre so eine andere, der Zweiachse, den Steib, den ich gerne in der Hinsicht hergeben und den mir so einen, entweder Zahnstangenkibbe oder wie es halt noch gegeben hat, die mit der Hydraulikpumpe vorne drauf, die du dann händisch abkippen kannst, gehe ich jetzt sowas, das wäre nicht schlecht. Ja, wie gesagt, man kann nicht alles so. Der Zweiachse hat auch seine Berechtigung da, der kann andere Sachen machen. Und wie gesagt, der Grusakibbe hängt hinter IHC und dann geht es genauso. Gut, da war ich jetzt ein wenig was oben, da war ich jetzt ein wenig was da. Beim Bulldog habe ich den Gong noch zusätzlich rein, die Bremse vom Hänger und vom Bulldog auch zu. Und dann steht der wie eine 1. Ist reiner Sicherheitsvorkehrung, kann ja doch mal was sagen. Bremse vom Bulldog hält nicht, weil nicht gescheit eingerastet sie überspringen oder was der Teufel was. Und dann ist es gescheit groß, wenn der Bulldog mit seinem Kibbe da drunter ist. Deswegen, ich tue einen Gong rein. Muss man bloß dran denken beim Anlassen. Auf dem Sitz anlassen und nicht daneben. Ja, und der könnte eh mal das Waschen wieder vertragen. Ja, wenn es jetzt ein wenig schöner wird, könnte man den vielleicht auch mal mitmachen. Aber bis dahin habe ich noch ein wenig was zu erben. Wir haben auf jeden Fall noch was zu da. Weil der darf heuer die Wiesen wieder anschleifen. Anschlafen. Reden. Ja, und dann hat er auch was zu erben. Gut, ich tue noch was. Wir sehen uns. Vögelchen 1 und 2. Und da ist die Nummer 3. So schnell kann es gehen. Ja, so schnell kann es gehen. Wir haben draußen Laub zusammen gemacht. Habe gerade einen Radlader ausgerammt. Und auf einmal schreit die Mutter. Ich habe den Radlader gerade im Motor ausgemacht. Michael. Und ich nur, was? Komm schnell. Ja, was ist los? Dann bin ich da runter, hab schon gedacht, vielleicht hat sich ein Händler oder was, der hängt da. Nö. Lag das erste Feigelchen hier drin. Ja, blöd gelaufen natürlich. Ich habe gestern bloß ein wenig Stimmung drauf gestreut und wollte heute eigentlich der Oma ihr Box noch einmal sauber machen, weil ich gedacht habe, naja, das ist dann die doch schon mal irgendwann so weit da. Ja, da war jetzt noch nicht sauber. Jetzt war das Kleiner natürlich da in dem Dreck gelegen. Ist doch relativ feuchte Stroh, wo schon hin aber. Ja, Mist. Was magst du? Also schnell am Ball einen Stroh geholt und
Das gröbst du ein wenig zusammen und weg und ja, drüber gestreut. Ja, und so schnell geht's. Jetzt sind es schon drei. Das erste, was du da ist, ist der da, oder? Den habe ich mir gefunden. Dann kommt das da. Und der letzte war jetzt der, der immer noch die Katzen sucht. Na komm. Bücher. Guck. Da. Oh ja, ja. Oh, oh, nicht umfallen. Schon schwierig geht's. Ach. Ja, die Oma ist ja gedeckt worden vom bunten Bentheimer Eber. Sie ist eine rotbunte Husumersau. Gedeckt worden vom bunten Bentheimer. Bunte Bentheimer, das sind der weiße Schwein mit schwarzen Flecken. Und ja, das sieht man eindeutig. Wer der vorher war. Haben alle ein wenig Flecken drin, aber richtig goldig. Sollst aufhören. Ja, Feigchen ist jetzt total überdreht. Er hat gemerkt, hier ist jetzt irgendwas im Gang. Irgendwas ist los. Der randaliert jetzt daheim, probiert vorne die Tür auszubauen. Ja, mei, so ist das halt, ne? Kann man nichts machen. Hm, Oma. Ja, die Abstände zwischen den Feigen sind immer so circa, ja, das erst, zwischen dem ersten und dem zweiten, das war knapp eine halbe Stunde. Zwischen dem zweiten und dem dritten, das waren circa 15 Minuten. Ja, und jetzt mal gucken, wie lange es bis zum nächsten dauert. Wahrscheinlich haben wir so eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas in den Dreh. Ja, wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass heute schon so weit sein könnte. Heute früh hat die Mutter noch eine Futterrunde getragen. Alles prima, die hat noch gefressen, hat sich dahin auch noch gefreut gehabt, hat noch geschaut. Der eine hat auch hin und her gegrunzt. Nur ja, haben wir gedacht, okay, halt wie immer durch, ne? Ja, Pfeifendeckel. Wir haben das Laub zusammen gemacht und ich ramme auf und dann schon geht's los. Wenn du dann immer damit rechnest, unverhofft kommt oft oder so ähnlich, ne? Jumai. Schauen wir mal. Mal gucken, wie viel es waren. Also ich bin echt gespannt. Ich gucke mal, vielleicht kann ich was filmen, wenn das nächste Tag kommt. Sehen wir schon. Ja Leute, gestern ist noch eine lange Nacht geworden, oder was heißt lange Nacht, das ist der erste Feigl nur auf 16.30 Uhr da. Das hat dann meine Mutter gefunden und so auf 22 Uhr ist das letzte gekommen und dann auch die Nachgeburt. Ja, wir haben jetzt, also insgesamt hat es 11 Feigl gehabt. Zwei davon waren leider totgeboren. Die anderen 9 sind alle quietschfidel, der andere habe ich mal ein wenig sein gemacht, das ist eine kleine Kümmerling, ja, der. Halt, zierlich, klar, der wollte nicht trinken. Ich habe dann an Gästen die ganze Nacht vor mir immer wieder die Zitzen und immer wieder und immer wieder. Und ich denke, das hat was gebracht. Es sind zwar ganz kleine dabei. Da sind die 9. Haben wir einmal das da, das kleine. Das ist eine Sau. Und der andere, das müsste sein, ich glaube der da. Ich sehe es jetzt nicht, vorne einen Fleck am Backen. Ja, das ist der. Das ist auch noch so ein kleiner Kümmerer. Aber die haben sich mittlerweile recht gut geschlagen und hängen jetzt so die Zitzen dran und kämpfen mal richtig drum. Da wird gerankert. Das da, das ist der zweite gewesen. Das ist ein Eber. Das ist der größte von aller da damit. Der ist da doll überdreht. Geh mal her. Geh mal her. Das ist eine kleine Ebe. Hm? Ja. Muss man aufpassen, das nehme ich auch ein kleines Schreiholz. Ja,
Ja, ist schon gut. Ich einfach vergehen nochmal. Oh! Ey! Also die Oma hat es ganz super gemacht. Richtig klasse. Hat im Endeffekt alles von ganz allein gemacht. Ja, bei den Totgeburten hat sie sich ein wenig geblocht, weil die natürlich nicht dazu geholfen haben. Das ist ein wenig schwieriger gegangen. Da hat es am Herzen kämpfen gehabt, aber die anderen, wie gesagt, quietsch wie Del. Bei den Totgeburten, das eine, das ist, ja, war relativ gut ausgebildet. Und das andere, das hat, ja, noch kein Knochenbau, nichts gehabt. Also hast du schon gemerkt, das war mehr oder minder so, ja, kannst du auch sagen, leerer Hüllen. Der ist frühzeitig abgestorben und der andere wahrscheinlich irgendwann die letzte Zeit. Aber ich bin da toll begeistert. 9 Stück, also ist wirklich der Hammer. Richtig klasse. Da freue ich mich drüber. Vor allem, dass er so quietschfidel sind. Da sieht man jetzt wieder der kleine Dunkler. Oder die kleine Dunkler da. Sucht sich die Falle statt sitzen, mit die kämpft sich bis vor. Meins, der will groß und stark werden. Einfach goldig. Ist der Wahnsinn. Also ich freue mich richtig. Ich bin richtig begeistert, dass die Uma das so gut allein geschafft hat. Ja, die Rotlichtlampen hängt hinten. Ja, die leuchtet dort noch. Da bräuchte man sie. Aber die Ferkel, die haben das richtig drauf. Die Uma hat vorhin einmal was gefressen und hat was gesoffen. Da haben sich die Ferkel dann alle auf den Haufen gelegt. Also frieren tun sie garantiert nicht. Die haben auch richtig, die strollen richtig warm ab. Also Wahnsinn. Schön, wie das klappt. Ich bin begeistert. Freue mich richtig, dass sie jetzt da sind. Das war gestern, wie gesagt, alles ziemlich plötzlich. Ich habe noch überlegt, um Mittwochabend, naja, wenn du dann frei hast und daheim bist, dann warst du da vielleicht am Donnerstag einmal den Stall da sauber machen. Hab dann sehr früh ja mit Laub angefangen gehabt, dass das einmal wegkommt. Hab noch gedacht, naja, danach machen wir den Stall. Mittwoch bloß ein wenig Stroh reingestreut, weil ich gedacht habe, naja, machst du eh sauber. Ja, und dann saß gestern das erste Feigerl da. Ja, deswegen haben wir dann bloß eine Struherei an ganzen Ballen, dass wir halt was haben. Es gehört eigentlich immer noch ausgemisst. Das war halt, wie gesagt, jetzt alles so plötzlich, wie es geheißen hat. Ne? Wenn man dann nicht mehr damit rechnet, dann ist auf einmal so weit. Ja, gehört halt jetzt dann die Doha mal ein wenig ausgemisst noch. Ich tue jetzt noch einmal ein wenig Struherei und dann, wenn sie noch ein bisschen größer sind, dann machen wir da einmal hin sauber. Und dann haben die auch frisch nächst. Ich bin jedenfalls total begeistert, freue mich richtig, dass sie da sind. Freue mich, dass es ihnen alle gut geht. Ne? Du. Übereinander und untereinander, da guckt das Arschler raus. Also ich habe noch nicht genau geguckt, es sind eigentlich auch Säue dabei und sind auch ein paar Eber dabei. Ich denke, das hält sich so ziemlich die Woche. Passt auf, Alaffel. Ich freue mich, hast du gut gemacht, geh Oma. Hm? Der feine Mama. Ja, der ganze feine Mama. Und die Oma ist auch ein ganzer Lieber. Ich darf dann jedes Ferkel gestern nehmen, darf es ein wenig sauber machen. Vorhin auch, wie sie dann gefressen hat, habe ich sie alle ein wenig zusammengesetzt gehabt, da auf einen Haufen und habe ein bisschen einen Regen weg. Der eine hat gequietscht, die hat sich rumgedreht, hat einmal geguckt, ist aber total entspannt geblieben. Also ein ganz lieber Mama. Es gibt ja Säue, die werden dann richtig aggressiv und drehen sich rum und die können dann auch schnappen, können auch böse schnappen. Aber total gechillt, ich darf da noch lange, ich darf die Ferkel kontrollieren, darf gucken, dass die Nabelschnur unten schön abgerissen ist, dass das alles soweit passt. Ich darf gucken, was für Geschlecht haben wir da, darf die Ferkel dann und andere Zitzen noch setzen, weil die ja klein, ich habe dann gestern Abend immer wieder an die Vorderen sitzen und ob die großen Ninde was zu wenig herkommt, weil mir gedacht habe, dass die jetzt dann erst einmal ein wenig auffüllen können. Also total entspannt, total lieb. Da sieht man wirklich den Charakter von der Sau. Ein ganzer Lieber. Jo, an der Stelle lasse ich es dann auch jetzt beruhen mit dem Video. Viel ist passiert.
vom Laub zusammenmachen und laden, habe ich da nichts mehr gefilmt. Das ist dann gestern alles zu schnell gegangen. Heute war ich dann an meiner Wiesen noch sehr, allerdings händisch, nicht mit Sämaschinen, weil ich so, das ist ja Quatsch. Ich mache das dann händisch. Ja, du darfst gleich wieder raus. Und dann war ich so am Anschlafen. Heute ringt es allerdings ein bisschen klar. Das ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Ja, da schauen wir mal. Gesagt aber dann alles im nächsten Video. Ich schaue jetzt, dass ich das Video da gleich noch geschnitten kriege und fertig bringe für euch. Und dann hoffe ich, dass das noch einen Freitagsflug gibt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ein Stream wird mit Sicherheit auch mal wieder kommen. Ich wünsche euch jetzt einmal was. Bis die Tage. Servus.